Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertrud Pflügel. Das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia. Ich freue mich, heute zu Ihnen noch einmal zu sprechen über Schwester Faustine, den zweiten Teil, nämlich es geht um ganz ähnliche Themen wie auch beim heiligen Maximilian Maria Kolbe und eben auch besonders ähnlich mit Luisa Picaretta. Es geht um diese Transkonsekration, so wie sie selber sich ausgedrückt hat, also eine Wesensverwandlung, eine Wesensumwandlung. Das ist etwas ganz Einzigartiges und sie hat niemanden gekannt, sie hat von niemandem gewusst, der etwas Ähnliches erlebt hat. Und das ist ein ganz starker Hinweis auf die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Daniel O'Connor erklärt diesen Eintrag mit den Paragraphen 136 bis 137. Zu Beginn möchte ich jetzt in diesem Video darauf näher eingehen. Es ist also ein früher Eintrag. Paragraph 136, das ist noch ziemlich weit vorne. Es geht ja dann weiter auf 700, 1300, 1400 und noch höher. Es war bei dem Anlass, ich erinnere mich, wie ich das gelesen habe selber, wo Jesus ihr praktisch ihre Berufung gezeigt hat zu einer Opferseele und zu ihrer Berufung. Das ist die Berufung, die Botin der göttlichen Barmherzigkeit zu sein. Und es wurde ihr gezeigt, sie sah die verschiedensten Leiden, also auch Verleumdungen und seelische, moralische Leiden ganz tief und ganz schwer, sodass ihr der Schweiß ausgebrochen ist, wie sie das gesehen hat. Wenn sie da zustimmt, Jesus hat ihr diese Berufung gezeigt, eine große Berufung, nicht ganz klar und deutlich, worum es sich handelt, aber eben verbunden damit sehr große Opfer. Und er stellte ihr die Antwort völlig frei. Also er wartete auf ihre Zustimmung. Man kann sagen, gleichsam auf ihr Fiat. Und es war tatsächlich das Fiat, das sie hier ausgesprochen hat. Ihre Einwilligung war nämlich dann praktisch der Moment, wo sie diese Gabe empfangen hat und erlebt hat, was sie hat das Eingehen Gottes oder in ihre Seele erlebt oder wie sie in Gott umgewandelt wurde. Und das hat sie hier zu beschreiben versucht. Das ist wirklich ein ganz gewaltiges Ereignis und ein gewaltiger Eindruck, der uns hier vermittelt wird. Und da lernen wir auch wesentliche Dinge verstehen, dass es nämlich bedeutet, im göttlichen Willen zu leben, bedeutet wirklich eine Opferhostie zu sein. Das heißt, eine Seele, die sich restlos den Händen des Vaters überlässt, dem Willen Gottes, ohne jede Einschränkung und ohne irgendetwas zurückzubehalten. Und der Eintrag wird hier so zitiert, der Herr ließ mich wissen, dass das ganze Geheimnis an mir abhing, von mir abhing, also von meiner freien Zustimmung zu dem Opfer, dass ich mit dem vollen Gebrauch meiner Fähigkeiten geben sollte. Also es beruht auf der vollständigen Freiwilligkeit, auf der freien Zustimmung ihrerseits, ob sie jetzt einwilligt und zustimmt oder nicht. In diesem freien und bewussten Akt liegt die ganze Macht und der Wert vor seiner Majestät. Sie erklärt uns hier alles, was hier von Bedeutung ist. Also Jesus bietet dir eine ganz große Sendung an, ein großes Opfer, ähnlich dem Seinen. Aber er lässt es ihr ganz frei, er zeigt es ihr und dann wartet er. Er beeinflusst sie nicht, er bedrängt sie nicht, sie ist ganz frei, Ja zu sagen oder nicht, in vollem Bewusstsein der Dimension. Selbst wenn keines dieser Dinge, für welches ich mich jetzt aufopfern würde, mir niemals zustoßen würde, vor dem Herrn war alles schon, als ob es bereits vollzogen worden wäre. Also sie hat sich für die Dinge, die ihr in Zukunft zustoßen würden, geopfert und sie hat zugestimmt. Und ihre Zustimmung praktisch hat bewirkt, wenn sie jetzt zustimmt, dann ist alles für den Herrn schon so wie vollzogen. Selbst wenn sie jetzt während, vor dem Ablauf aller, vor der Erfüllung aller dieser Ereignisse sterben würde, in den Augen des Herrn ist alles wie vollzogen und vollendet.
In diesem Augenblick realisierte ich oder wurde ich gewahr, dass ich in die Gemeinschaft mit der unbegreiflichen Majestät praktisch Gottes eintrat. Also in diese Communio mit Gott ist sie in diesem Augenblick eingetreten. Ich fühlte, dass Gott auf mein Wort wartete, auf meine Zustimmung. Dann ergoss sich mein Geist in den Herrn und ich sagte, tue mit mir, was dir gefällt, wie es dir gefällt. Also genau die Antwort der allerseligsten Jungfrau in ihrer Kammer, als der Erzengel Gabriel ihr die Verkündigung, die Botschaft brachte. Sie hat ihr Fiat ausgesprochen, nur mit etwas anderen Worten. Tue mit mir, was dir gefällt. Ich unterwerfe mich deinem Willen. Von heute an wird dein heiliger Wille, soll mein Heil, dein heiliger Wille meine Nahrung sein. Also von heute an will sie nur noch vom göttlichen Willen leben. Das hat sie als Zustimmung ausgesprochen. Plötzlich, als ich mit also dem Opfer zugestimmt hatte, mit ganzem Herzen und mit meinem ganzen Willen, überflutete mich die Gegenwart Gottes. Also in demselben Augenblick, als sie das Ja, das Fiat ausgesprochen hatte, wurde sie überflutet mit Gottes Gegenwart. Das ist eine spirituelle oder mystische Parallele eigentlich mit dem, was Maria erfahren haben wird, wohl erfahren hat, wie sie ihr Fiat ausgesprochen hat. Dann kam der Sohn Gottes in sie, in ihre Person herab und nahm die fleischliche Natur in ihr an, die menschliche Natur. Also eine Art mystischer Inkarnation, könnte man auch hier sagen, wie bei Conchita Cabrera de Amida. Sie hat wirklich das Fiat ausgesprochen, ganz bewusst mit den Worten der Mutter Gottes und etwas Ähnliches erlebt, wo Gott dann auch praktisch sie in Besitz genommen hat. Und bei ihr nannte er das die mystische Inkarnation. Also dasselbe Geheimnis der Inkarnation, aber auf mystische Art bei Conchita. Und hier bei Schwester Faustine ist es eigentlich vom Wesen her etwas ganz Ähnliches. Gott hat sie überflutet und überschwemmt und erfüllt. So stark, dass sie komplett verwandelt worden ist und umgewandelt worden ist. Meine Seele wurde in Gott versenkt und wurde überflutet von einer solchen Glückseligkeit, dass ich das nicht einmal den kleinsten Teil davon ausdrücken kann oder beschreiben kann. Ich fühlte, dass seine Majestät mich einhüllte und umhüllte. Ich wurde außerordentlich, also auf außergewöhnliche Weise verschmolzen mit Gott. Ein großes Geheimnis ereignete sich während dieser Anbetung. Sie war also in der Kapelle bei der Anbetung und ein Geheimnis zwischen dem Herrn und mir. Und der Herr sagte zu mir, du bist die Wonne meines Herzens. Von heute an wird jeder deiner Akte, auch die kleinste Handlung, eine Wonne vor meinen Augen sein, was immer du auch tust. In diesem Moment fühlte ich mich transkonsekriert. So drückt sie sich aus. Schwester Faustine verwendet diesen Ausdruck, also der eindeutig auf die Wandlungsworte eigentlich zu beziehen ist, die sich nur bei der Heiligen Messe ereignen, wenn der Priester die Wandlungsworte spricht. Dieses Wort gebraucht sie auch hier, also so wie beim heiligen Maximilian Maria Kolbe. Er spricht von Transsubstantiation und hier etwas ganz Ähnliches, transkonsekriert. Mein irdischer Körper war derselbe, aber meine Seele war verschieden. Also es ist an der Seele passiert, es geschah in ihrer Seele, der Körper war unverändert. Und das ist auch eine Parallele zu Dina Belanger, die das auch so beschreibt. Meine Seele lebt das Leben der Seligen im Himmel, aber der Körper ist dasselbe geblieben, so bei Dina Belanger. Also wir sehen hier dasselbe Geheimnis im Wesen, dieselbe Gnade, weil ganz mit ähnlichen Worten beschrieben, mit ganz ähnlichen deckungsgleichen Erfahrungen. Die Seele war jetzt anders. Gott lebte nun in ihr mit der ganzen, mit der Fülle seiner Wonne, also mit der Vollständigkeit seiner Wonne. Und das war vorher nicht so. Nach diesem ihrem Fiat ist ihr das zuteil geworden, dass Gott mit der Fülle seiner ganzen Wonne in ihr lebte. Und das war nicht bloß ein Gefühl, sondern eine bewusste Wirklichkeit.
und die nichts verdecken und verdunkeln kann. Also das war für sie eine Realität, die in ihrem Bewusstsein gestanden ist und durch nichts verdunkelt werden konnte. Also etwas ganz Gewaltiges, ein Einbruch ohnegleichen, der Gegenwart Gottes in ihrer Seele. Transkonsekration, so erklärt sich hier Daniel O'Connor, er versucht das jetzt zu umschreiben, ist nicht ein Wort, das sie oft hören werden. Und doch ist es ein wunderbarer Name für die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Also er sieht hier ein ganz deutliches Indiz und einen Beleg, dass sie diese Gabe empfangen hat, gerade in diesem Ereignis. Schwester Faustine hat dieses Wort verwendet, das man eigentlich nur anwendet auf die Hostie während der Heiligen Messe, wenn sie gewandelt wird. Und doch ist das in ihrer Seele genauso geschehen oder ähnlich. Es ist ja nicht ein, beim heiligen Maximilian wird das näher erklärt, es ist ja nicht eine Ersetzung ihrer Person durch Gott, sondern eine, sie bleibt ja bestehen als Person, aber es vollzieht sich eine Umwandlung in ihrer Person. Es ist also eine, wirklich eine Konsekration, aber ihre Person bleibt bestehen. Jesus sagt Luisa dasselbe. Diese besondere Passage vom Tagebuch der Faustine gibt eine machtvolle Lehre, wie man die Gabe empfangen kann. Also wie das sich aufbaut, die Voraussetzung, der Aufbau, die Hinführung. Das ist hier ganz deutlich zu sehen. Eben sie gibt ihre volle Zustimmung, ihre volle von ganzem Herzen, mit ganzem Willen. Das ist hier gemeint, das ist der Aufbau, das ist die Grundlage. Und er empfiehlt uns, das Tagebuch selber auch zu lesen. Also es ist notwendig, sich selbst als Opfer Gott darzubringen, darzubieten. Das ist der Aufbau, das ist die Grundlage. Wir sehen das hier ganz deutlich. Sie hat zugestimmt. Gott wartete auf ihre Entscheidung, auf ihr Wort und sie hat zugestimmt, voll bewusst. Und solange dieses Opfer wirklich frei und vollständig und ganz ist, ist es unendlich verdienstvoll. Selbst wenn die, also es ist unendlich verdienstvoll und man nimmt alles an, was geschieht. Man hat diese Bereitschaft, diese volle, rückhaltlose Bereitschaft, alles anzunehmen, was einem widerfährt. Und ich möchte kurz hinweisen auf den heiligen Pater Maximilian Maria Kolbe, die Transsubstantiation. Bei ihm ist es so, dass er ja beschreibt die Transsubstantiation in die Immaculata, das heißt in die Wesensverwandlung. Er weiht sich rückhaltlos der Immaculata und lässt sich in sie verwandeln. Er spricht ja von der Transsubstantiation. Und sein Geheimnis ist ja dieses, dass die Immaculata praktisch quasi die Inkarnation des Heiligen Geistes ist. Das bedeutet, sie ist bei ihrer Empfängnis, die unbefleckt war, aber nicht nur unbefleckt war, sondern sie ist bei ihrer Empfängnis, wo sie ins Dasein getreten ist, im ersten Augenblick, ist sie schon so hineingenommen worden in den Heiligen Geist, dass sie in ihn praktisch umgewandelt wurde. Der Heilige Geist ist ja die ewige unbefleckte Empfängnis. Das heißt, die unbefleckte Empfängnis des Sohnes, im Zeugungsakt des Vaters wird der Sohn empfangen. Und der Heilige Geist ist in diesem Zeugungsakt, in diesem ewigen Zeugungsakt, die ewige unbefleckte Empfängnis. Wenn die Empfängnis geschieht, dann entsteht die Frucht. Die Empfängnis ist ja der Ausdruck dafür, dass etwas, ein Wesen gezeugt wird. Da kommt es, da entsteht die Leibesfrucht im Schoß der Mutter. Sie hat empfangen. Und in diesem ewigen Akt ist es auch so ähnlich, dass eben, wenn der Vater den Sohn zeugt, in dem Augenblick, der Sohn wird gezeugt, praktisch in dem Augenblick, wo in der Empfängnis des Heiligen Geistes, in dieser ewigen Empfängnis, es ist ja eine ewige, es ist ja nicht ein Moment, ein Augenblick, wo der Sohn praktisch da ins Dasein tritt oder entsteht, sondern es ist ein ewiger Akt. Und der Heilige Geist ist eben dieser Akt, wo der Sohn empfangen wird.
im Schoß des Vaters. Das ist ewig. Also die Empfängnis des Sohnes, das ist der Heilige Geist in der Ewigkeit, in der heiligsten Dreifaltigkeit. Und die Mutter Gottes ist jetzt praktisch auf Erden. Sie hat ja zu Bernadette zu Beru gesagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Das ist genau das, wie der Heilige Geist selber sich beschreiben würde. Nur gilt vom Heiligen Geist, dass er die ewige unbefleckte Empfängnis ist. Und Maria ist jetzt so verschmolzen mit dem Heiligen Geist, er durchdringt sie so sehr vom ersten Augenblick ihres Daseins an, dass sie dasselbe von sich sagen kann. Ich bin, also Gott eigentlich, das sagt ja nur Gott von sich selbst, die unbefleckte Empfängnis. Also das ist das, ja, wir können das von der Welt her, weiß ich, wenn ein hochgestellter Mann, der Herr Bundeskanzler, die Gattin wird auch angesprochen, Frau Bundeskanzler, oder der Primar im Spital, Frau Primar, oder der Herr Doktor, Frau Doktor. Sie hat nichts davon, aber sie ist mit ihm verheiratet und sie wird als eins mit ihm betrachtet. Und so ist sie die Frau Doktor, die Frau Bundeskanzler, die Frau Primar. Und die Mutter Gottes noch viel tiefer in ihrer Vereinigung mit dem Heiligen Geist. Sie ist die Frau Heiliger Geist. Sie ist die unbefleckte Empfängnis. Sie unterscheidet sich gar nicht von ihm. Sie bildet quasi gleichsam eine einzige Persönlichkeit mit dem Heiligen Geist. Das ist das Großartige, das uns der heilige Maximilian offenbart hat und gezeigt hat. Sie ist in ihrer Größe noch nicht erkannt worden. Der heilige Maximilian lehrt uns, wer sie ist. Das muss ich Ihnen wirklich so sagen. Die ganze Größe und Gnadenfülle zeigt er uns auf von der Mutter Gottes, von der Immaculata. Und worauf ich jetzt hinaus will, Schwester Faustine fühlte sich oder erlebte sich transkonsekriert in Jesus. Und der heilige Maximilian erlebt es ganz ähnlich, transsubstanziiert, Transsubstantiation in die Immaculata, durch die Weihe an die Immaculata. Und dann sagt er ja, so der Immaculata gehören, also ihr so gehören, wie sie Gott gehört. Und jetzt haben wir einen Schimmer davon bekommen, was es heißt, wie die Immaculata Gott gehört. Sie sagt ja von sich selber, ich bin die unbefleckte Empfängnis, also gleichsam, ich bin eine Persönlichkeit, eine einzige Persönlichkeit mit dem Heiligen Geist. Ich sage von mir selber genau dasselbe, wie der Heilige Geist es tun würde. Ich unterscheide mich nicht von ihm in meinem Wesen. Also derartig ist sie transsubstanziiert in den Heiligen Geist vom ersten Augenblick an. Das ist ihr Geheimnis, die Transsubstantiation in den Heiligen Geist, sodass sie sich von ihm gar nicht unterscheidet. Sie stellt sich vor, gleichsam, der Bernadette, ich bin der Heilige Geist in menschlicher Gestalt. Also gleichsam, es ist nicht ein und dasselbe wie bei Jesus, weil ja die Person Jesu ist die göttliche Person. Und bei Maria gibt es nur, ihre eigene Person nebenbei. Also da ist der Heilige Geist die dritte göttliche Person in einer menschlichen Person, in der Person von der Mutter Gottes, der Jungfrau von Nazareth. Das ist nicht gleich dasselbe, da kann man kein Ist-Gleichzeichen setzen. Die Inkarnation bei Jesus ist von der Natur anders als die Quasi-Inkarnation bei Maria. Aber bei Maria ist dieses Durchdrungensein von der dritten göttlichen Person praktisch dann de facto im Erleben, in der Wirklichkeit, kaum zu unterscheiden von dem, was Jesus in sich erfahren hat. Er war ja die zweite göttliche Person selber. Er war sie selber. Und bei Maria ist da doch ein Unterschied, weil sie, der Heilige Geist hat von ihr Besitz ergriffen. Er hat sie sich angeeignet vom ersten Augenblick an. Und da ist dieser Unterschied. Beim heiligen Maximilian sehen wir, er geht praktisch über die Immaculata zu Gott. Aber wenn wir das genau betrachten, ist das kein Umweg, sondern eine Abkürzung, weil die Immaculata ja so sehr in Gott umgewandelt ist durch dieses Geheimnis der Transsubstantiation, dass er praktisch die Rakete besteigt. Wenn wir uns der Immaculata weihen, dann befinden wir uns in der Rakete. Ich lasse mich in sie umwandeln
Buch Das Geheimnis der Transsubstantiation und bin durch sie in Gott umgewandelt. Ich werde durch sie umgewandelt. Also ich werde immer mehr die Immaculata, und indem ich immer mehr in die Immaculata umgewandelt werde, werde ich in Gott umgestaltet. Das ist der beste Weg, den ich Ihnen nur ans Herz legen kann. Schwester Faustine hat dieses Geheimnis auch erfahren, aber direkt in Bezug auf Jesus und mit dem Ausdruck Transsubstantiation, umgewandelt in Christus. Es ist jetzt wieder hohe Theologie, aber ich möchte Ihnen diese Dinge sagen, weil sie doch sehr wichtig sind und der Heilige Geist wird uns helfen, einzudringen. Ich sehe selber an mir, wenn ich beim heiligen Maximilian lese und studiere, dass das eine Zeit braucht und einen Weg braucht, um diese erhabenen Geheimnisse nach und nach etwas besser zu verstehen. Das kann man nicht auf einen Schlag. Deshalb mute ich Ihnen das zu und spreche doch immer wieder davon, hier und da, damit wir, der Heilige Geist wird uns helfen, damit wir da immer tiefer hineinfinden. Aber jetzt zurück zu Schwester Faustine. Sie hat diese Transkonsekration erlebt, als sie ihr Fiat ausgesprochen hat, wo Jesus auf ihre Antwort gewartet hat, ob sie das Opfer Jesu sein will oder nicht, dieses Ganzopfer. Und da hat sie so etwas erfahren wie eine Art mystische Inkarnation, wo sie von Gott ganz und gar erfüllt und überflutet worden ist. Und jetzt noch ein weiterer Schritt aus ihren Schriften, ein ganz entscheidender Punkt, nämlich die Stelle, wo sie eigentlich am deutlichsten und vollkommensten referiert oder sich bezieht auf die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Diese Stelle finden wir in ihrem Tagebuch, in Paragraphen 824, also wesentlich später. Aber da kommt es am klarsten zum Ausdruck, so nach der Auffassung von Daniel O'Connor und wohl auch der Gelehrten. Es haben sich ja schon viele befasst mit dem Tagebuch der Schwester Faustine und geforscht. Sie schreibt hier, also Jesus ist mein Meister, mein Herr, er selber, er formt und lehrt mich, also er selber direkt führt sie. Ich fühle, dass ich der Gegenstand seines besonderen Handelns bin, also das erlebt sie Tag für Tag in den Momenten ihres Alltags. Für seine unerforschlichen Absichten und für seine unfassbaren Pläne vereint er mich mit sich selber auf eine besondere Weise. Also da drückt sie aus, es ist eine ganz besondere Vereinigung zwischen ihm und ihr. Und er erlaubt mir, in seine unbegreiflichen Geheimnisse einzudringen. Da gibt es ein Geheimnis, das mich mit dem Herrn vereint, von dem nicht einmal die Engel wissen. Also nicht einmal die Engel können das wissen und verstehen, auf welche Art und in welch tiefer Weise sie mit dem Herrn vereint ist. Und selbst wenn ich es aussprechen wollte, ich würde es nicht können, ich würde nicht wissen, wie ich das tun soll, wie ich es ausdrücken könnte. Und doch lebe ich in ihm und werde immer für immer in diesem Geheimnis leben. Dieses Geheimnis unterscheidet mich von jeder anderen Seele hier auf Erden oder in der Ewigkeit. Also das ist ein ganz klarer Beleg dafür, dass es etwas Einzigartiges ist. Und dann sagt Daniel O'Connor dazu, große Gelehrte von den Schriften der Schwester Faustine rätseln über diese Passage und auch andere in ihrem Tagebuch. Sie knobeln, sie tüfteln, sie rätseln und schreiben ganze Abhandlungen über diese und ähnliche Aussagen von Schwester Faustine. Er meint hier, es ist eine direkte Referenz, also eine Bezugnahme auf die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Hier ist das direkt ausgesprochen, so ist er überzeugt. Ich möchte Schwester Faustine keinen Betrug zuschreiben, weil sie sagte, niemand wird dieses Geheimnis dieser großen Einheit jemals kennen. Sie hat sich da nicht aufgespielt, sagt er, da sie nichts von Luisa Picaretta wusste. Sie wusste nicht, dass Luisa Picaretta von Wesen her die gleiche Gabe eigentlich auch schon empfangen hatte. Und deshalb hat Faustine angenommen, sie musste ja annehmen, dass
das, was sie mit dem Herrn so vereint hat, so außerordentlich, dass es für niemanden anderen zugänglich sein würde. Es würde niemandem anderen möglich sein, das jemals zu erfahren, weil sie in ihrem Erfahrungshorizont, in ihrem Erleben niemand anderen kannte und auch keine Schrift oder kein schriftliches Zeugnis von irgendjemand anderem wusste. Also war das bei ihr kein Betrug oder keine Täuschung, sondern es war einfach aus ihrem Erleben heraus wirklich so, dass nur sie allein das kannte. Und es gibt viele Belege eigentlich in den Schriften von Schwester Faustine, die Bezug nehmen auf die Gabe von Luisa. Diese Passage macht klar, dass, und viele andere auch bei Schwester Faustine, sie zeigen klar, dass sie eine weit größere Heiligkeit empfangen hat als sogar die größte Heiligkeit, die allgemein bekannt war in ihrer Zeit. Und dann fügt er in Klammer ein, nämlich die spirituelle Vermählung, also die mystische Vermählung. Dieser und andere Belege zeigen, dass Schwester Faustine weit darüber hinaus erhoben worden ist durch Gottes Gnade und Gottes Liebe. Diese Gabe des Lebens im göttlichen Willen ist einfach eine weit größere Heiligkeit als die, die man bisher kannte, selbst höher als die mystische Vermählung. Sonst hätte sie nicht behauptet, niemand, nicht einmal die Engel, kennen sie. Also das ist ein deutliches Unterscheidungsmerkmal, dass es über die mystische Vermählung hinausgeht. Sie war gezwungen, das zu sagen, weil sie ja niemand anderen kannte. Sie wusste kein anderes Zeugnis, wie gesagt, und deshalb sagte sie, das unterscheidet sie von jeder anderen Seele und dass es ein Geheimnis war, weil es genau das beschreibt aus ihrer Sicht. Sie kann das nicht vergleichen mit der mystischen Vermählung, weil es eben mehr ist. Und das lässt sich vollkommen vergleichen, das ist kompatibel mit den Offenbarungen Luisas. Bei Luisa finden wir dieses Geheimnis explizit beschrieben, also ausdrücklich. Bei Schwester Faustina, sie ist nicht in der Lage, das näher zu umschreiben oder beschreiben im Detail. Jesus hat ihr das nicht im Einzelnen dargelegt, weil er das ja schon bei Luisa getan hat. Er hat sich jetzt nicht die Mühe gemacht, bei Schwester Faustine sozusagen noch einmal ein Buch des Himmels zu diktieren. Das hat er Luisa übertragen und anvertraut. Schwester Faustine bekam nur in der Substanz, im Wesen, die Kenntnis, dass es sich um eine ganz außerordentliche Gabe handelt, die das Leben jetzt übertrifft auf der Ebene der mystischen Vermählung. So viel hat sie erkannt, aber nicht im Detail. Das ist Luisa überlassen. Sie sagt aber so viel, eben dass nicht einmal den Engeln erlaubt ist zu begreifen, welche Glorie ihr zuteil wird. Bei Luisa heißt das ja, nicht einmal den Engeln ist es gegeben, zu begreifen, welche Glorie den Akten verliehen ist, die im göttlichen Willen vollbracht werden von jenen, die auf Erden leben. Das können nicht einmal die Engel begreifen, die Glorie dieser Akte. Und das ist eindeutig auch bei Schwester Faustine, weil sie auch sagt, nicht einmal die Engel können es begreifen. Also ist da wirklich ein Geheimnis. Und jetzt fragt Daniel O'Connor wirklich auch praktisch für uns ganz wertvoll, wie dieses Geheimnis erlangt werden kann. Wie kommen wir dazu, dass auch wir dieses Geheimnis empfangen können? Denn das ist ja der ganze Sinn der Sache. Schwester Faustine und Luisa beschreiben nicht etwas, das nur ihnen vorbehalten ist und uns bleibt es nur übrig, sie zu beneiden. Aber wir können es selber ist es uns nicht zugänglich. Nein, das ist nicht die Art vom lieben Gott. Er zeigt uns das. Er gibt uns die Schriften von Luisa und er gibt uns das Tagebuch von Schwester Faustine, damit auch wir ihnen nachfolgen können und es genauso machen können wie sie. Und so zeigt Gott auch den Weg, wie wir dieses Geheimnis erlangen können. Es ist nämlich unsere Zustimmung, dass wir uns restlos seinem Willen überlassen. Das hat ja Schwester Faustine ganz klar zum Ausdruck gebracht. Sie hat eine Zustimmung zu dem Opfer gegeben, zu der totalen Selbsthingabe. Und so lesen wir auch bei den Schriften im Tagebuch von Schwester Faustine.
Das ist der Grund, ihre totale Hingabe. Jesus sagt zu ihr, wohlgefällige Hostie meines Vaters, wisse, meine Tochter, dass die ganze heiligste Dreifaltigkeit ihre besondere Wonne in dir findet. Denn du lebst ausschließlich vom Willen Gottes. Das ist der Grund. Und das ist die Ursache. Und das ist es, was auch wir Gott schenken können. Wir können ihm auch sagen, ich gebe dir meinen ganzen Willen, mein ganzes Herz, meine ganze Person. Ich will ausschließlich von deinem Willen leben. Das können auch wir tun. Und er sagt hier weiter, kein Opfer kann sich damit vergleichen. Nach diesen Worten kam die Kenntnis von Gottes Willen über mich oder in mich. Sie sagt das so, ich sehe nun das alles, ich sehe alles von einem höheren Aussichtspunkt und ich nehme an, also akzeptiere alle Ereignisse und die Dinge, also die angenehmen und die unangenehmen, mit Liebe. Als Zeichen von der speziellen Zuneigung des himmlischen Vaters. Also alles, was ihr widerfährt in ihrem Leben, jedes Detail, angenehm, unangenehm, groß oder klein, alles nimmt sie und erfährt sie als ein Zeichen der besonderen Zuneigung des himmlischen Vaters. Und sie nimmt es an, weil sie eben ihr totales Ja gegeben hat. Also sie lebt nur und ausschließlich vom Willen Gottes und daher erfährt sie jetzt alles, was ihr begegnet, als ein besonderes Zeichen der außergewöhnlichen und speziellen Liebe des Vaters zu ihr. Und sie sagt, das reine Opfer meines Willens wird auf dem Altar der Liebe brennen. Also eben, das ist das reine Opfer der Liebe, die vorbehaltlose, die restlose, bedingungslose, rückhaltlose, unwiderrufliche Hingabe ihres ganzen Willens. Das brennt dann auf dem Altar der Liebe, weil es eben ein vollständiges Opfer ist. Damit mein Opfer vollkommen sei, vereinige ich mich mit dem Opfer Jesu auf dem Kreuz. Damit es wirklich vollkommen sei, dann vereinigt sie sich ganz eng und ganz bewusst mit dem Opfer Jesu am Kreuz. Denn das ist das wahre, das vollkommene Opfer. Und das ist ja auch der Wert des heiligen Messopfers, dass Gott dem Vater am meisten gefällt, also wie Wohlgeruch steigt dieses Opfer auf vor dem Vater, dieses Opfer Jesu am Kreuz. Und sie vereint sich damit, damit es eben auch vollkommen sei. Wenn große Leiden, das ist eben auch das Kreuz, es erspart uns nicht große Leiden. Und darauf kommt sie jetzt zu sprechen. Wenn diese großen Leiden meine Natur erzittern lassen, meine physische und geistliche Kraft abnimmt oder abnehmen wird, dann werde ich mich selbst tief in der offenen Herzwunde Jesu verbergen. Also dort nimmt sie ihre Zuflucht. In der offenen Wunde seines heiligsten Herzens. Es steht ja offen, seitdem es geöffnet worden ist durch Longinus mit der Lanze, steht das heiligste Herz Jesu allen offen. Und dort flüchtet sie sich hinein, still wie eine Taube, ohne Klage. So macht sie es. Wenn schwere Dinge kommen, flüchtet sie sich in die Herzwunde und birgt sich dort drinnen wie eine Taube, ohne zu klagen. Und lass alle meine Wünsche, und das ist auch typisch göttlicher Wille, genauso zu lesen bei Luisa, alle meine Wünsche, selbst die heiligsten, die edelsten und die schönsten, lass sie immer den letzten Platz einnehmen. Also nicht vorne dran, auch meine Wünsche heilig zu werden und diese und jene Wünsche, die ich habe, selbst die edelsten Wünsche, die ich habe, sie sollen den letzten Platz einnehmen und dein heiliger Wille den ersten, den allerersten. Der göttliche Wille hat immer den ersten Platz. Er schwimmt so oben auf, immer wie das Öl auf dem Wasser. Wenn man eine Suppe kocht oder eine Mahlzeit und es ist Fett darin, dann schwimmt das Fett, das Öl immer oben auf und alles andere ist darunter. Und so ist der göttliche Wille immer oben auf. Der letzte deiner Wünsche, o Herr, ist kostbarer für mich als der Himmel mit allen seinen Schätzen. Also sie schätzt den göttlichen Willen noch höher als den Himmel selbst. Also so will sie im göttlichen Willen leben und ihn erfüllen und ihm gefallen und ihm gehorchen. Also selbst höher als die Schätze des Himmels. Ich weiß sehr wohl, dass die Leute mich nicht verstehen werden, die Menschen. Und deshalb ist mein Opfer, wird es noch reiner sein in deinen Augen. Weil ich von den Menschen nicht verstanden werde, wird das mein Opfer noch aufwerten in deinen Augen.
Es wird mich nicht betrüben, es wird mich nicht traurig machen und mutlos machen. Nein, diese Verständnislosigkeit, das weiß ich ganz genau, macht mein Opfer noch kostbarer in deinen Augen. So tief sind ihre Einsichten und so klar ist ihr Blick. Und dann geht Daniel O'Connor weiter noch zum letzten Abschnitt. Wir gehen jetzt noch ein paar Stellen durch, die auch noch ganz wichtig sind. Wenn wir ganz schnell durchblättern, das Tagebuch, dann wird etwas ins Auge stechen, nämlich eine ganze Seite, wo ein großes X darüber gemacht wird. Mit den Worten, von heute an wird mein Wille nicht existieren. Diese Stelle finden wir im Paragraphen 374. Das ist mir auch schon ins Auge gestochen, ein ganz großes X über die ganze Seite und unten dann die Worte, von heute an wird mein Wille oder existiert mein Wille nicht. So ist das ganz richtig. Von heute an existiert mein Wille nicht. Mein eigener Wille. Also ihr Wille existiert weiter im göttlichen Willen, aber ihr Eigenwille, ihr Selbstwille existiert von heute an nicht. Ganz genau so zu sagen. Sie schreibt das in ihrem Tagebuch, das auch in den Übersetzungen überall zu finden ist, denn Jesus hat sie besonders angewiesen, genau dies zu tun. Und diese Anweisung hat sie bekommen, nachdem sie gebetet hat, ich flehe dich an mit der ganzen Liebe, bei der ganzen Liebe, die dein Herz, in der dein Herz brennt, zerstreue in mir alle Selbstliebe. Also sie hat ihn angefleht, aus tiefstem Herzen das zu tun, in ihr jegliche Selbstliebe zu zerstören und auf der anderen Seite in ihrem Herzen das Feuer deiner reinsten Liebe zu entflammen, zu entzünden. Also die Selbstliebe völlig und restlos auszulöschen und stattdessen das Feuer seiner göttlichen Liebe in ihrem Herzen zu entflammen. Und Jesus hat dir dann das zur Antwort gegeben. Du wirst deinen Willen absolut in diesen Exerzitien ausstreichen, auslöschen. Und stattdessen wird mein Wille ganz und vollständig in dir erfüllt werden. Das war seine Antwort und dann hat er ihr gesagt, sie soll eben dieses Zeichen machen, dieses X. Und ab heute existiert mein eigener Wille in mir nicht. Also völlig restlos gestrichen. Und genau das ist eben auch, das ist es, was Jesus auch bei Luisa erbittet und von uns allen. Diese totale Ausstreichung unseres Eigenwillens. Also nicht unseres menschlichen Willens, den wir ja brauchen, um zustimmen zu können, immer neu in jedem Akt, jeden Tag, von neuem, in jedem Augenblick. Da brauchen wir ja unseren Willen, um Ja zu sagen. Es geht also nicht darum, dass unser persönlicher, menschlicher Wille, der uns von Gott gegeben ist als die höchste Gabe, dass wir den vernichten. Nein, das wäre falsch verstanden. Sondern es geht Jesus darum, dass wir unseren Eigenwillen, unsere Selbstliebe, unsere Selbstbezogenheit, unseren Egoismus mit einem Wort, dass wir den streichen. Damit der göttliche Wille, sein göttlicher Wille, das wahre Lebensprinzip unserer Seelen werden kann. Man kann das auch in dem Abbild sehen, so wie unsere Seelen das Lebensprinzip unseres Körpers sind. Unsere Seele leitet den Körper. Und genauso wie unsere Seele den Körper leitet, möchte der göttliche Wille unsere Seele leiten, unseren Willen leiten. Wenn unsere Körper ein Prinzip für sich selber hätten und also wenn unsere Körper etwas hätten, also auch einen Willen hätten, sagen wir mal so, und in der Lage wären, sich zu verweigern, von der Seele, nur von der Seele geleitet zu werden, die Gott in sie eingegossen hat, dann wäre das eine Lähmung oder vielleicht eine Besessenheit. Also wenn der Körper die Möglichkeit hätte, sich zu weigern, sich jetzt von unserer Seele leiten zu lassen, er sagt, nein, ich lasse mich jetzt von jemand anderem leiten, von irgendeinem anderen Geist, nicht von dir Seele, die du mir von Gott da gegeben bist zur Führung, sondern ich suche mir jetzt ein anderes Lebensprinzip. Dann käme ja ein totales Durcheinander heraus und der Körper wäre gelähmt oder teilweise gelähmt, wenigstens eine Paralyse. Und genau das tun wir aber, wenn wir zulassen, dass unsere Seele beim Eigenwillen geleitet wird, anstatt vom göttlichen Willen. Das ist ja
das Übel, die Seele ist uns von Gott gegeben und der Körper soll von dieser Seele geleitet werden. Und der Idealzustand, eigentlich der Normalzustand, ist der, wenn die Seele vollständig von Gott geleitet wird, dann ist alles in Ordnung und in Harmonie. Die von Gott geleitete Seele leitet den Körper, dann ist alles vollkommen und in Ordnung und heil. Aber wenn jetzt unser Eigenwille auf den Plan tritt und da Gott einen Strich durch die Rechnung zieht oder macht, durch seine Pläne, egal in welchem Grad, dann ist das eigentlich eine Paralyse, mehr oder weniger unseres Körpers, weil die Seele mehr oder weniger mit dem Eigenwillen agiert und nicht mit dem Göttlichen. Und da kommt dann das Chaos und das Durcheinander und die Lähmung. Also der Idealzustand und eigentlich auch der Normalzustand, in dem wir ja geschaffen worden sind, ist der, dass unsere Seele restlos von Gott geführt wird und so kann dann auch der Körper restlos von Gott geleitet werden durch die Seele. Faustine hat auch geschrieben, der Herr gab mir Kenntnis von den Gnaden, die er verschwenderisch und beständig über mich ausgießt. Also großzügig, ja noch mehr verschwenderisch, gießt er seine Gnaden über sie aus. Das Licht durchdrang mich ganz und gar, und ich verstand die unbegreiflichen Gunsterweise, die Gott über mir verliehen hat. Als sein Kind fühlte ich, dass alles, was der himmlische Vater besaß, gleicherweise mir gehörte. Unglaublich, aber auch in den Schriften von Luisa zu finden, genau das Gleiche. Alles, was Gott gehört, gehört auch der Seele, die im göttlichen Willen lebt. Also alles, was der himmlische Vater besaß, besitze auch ich, sagt Schwester Faustine. Er selbst hat mich erhoben vom Grund, vom Boden unten, herauf in sein Herz, hinauf in sein Herz. Ich fühlte, dass alles, was existierte, ausschließlich mir gehörte. Also privilegiert, eine ganz privilegierte, eine Königstochter, würde Jesus bei Luisa sagen. Alles gehört dir und ausschließlich dir. Und das ist jetzt kein Problem mit den anderen Königskindern, weil jedes von ihnen dieselbe Wahrheit ausspricht. Also alles gehört mir und ausschließlich mir. Jeder im göttlichen Willen besitzt alles. Alles gehört jedem Einzelnen. Und da gibt es keine Konkurrenz, denn jeder verfügt über die ganze Fülle. Das ist kein Kampf, sondern eine totale Harmonie in dieser vollkommenen Herrschaft, so wie Gott sie gewollt hat. Aber ich hatte kein Verlangen nach alledem, denn Gott allein genügt mir. Dasselbe sagt ja auch Luisa. Sie suchte nur Jesus. Wenn ich dich habe, dann habe ich alles. Deine Güter, deine Gaben, deine Mitteilungen, das war ihr alles gar nicht so wichtig. Sie wollte nur Gott. Und bei Schwester Faustine ist es ähnlich. Sie verlangt nach nichts. Sie will nur Gott. Und das eben steht in wunderbaren Zusammenhang mit dem, was Jesus auch zu Luisa sagt. Denn auch hier heißt es, wer in seinem Willen lebt, besitzt alle Dinge, genauso wie er selber alles besitzt. Schwester Faustine, und das ist jetzt der letzte Gedanke, sie sagt auch noch dieses: Mein Jesus, durchdringe mich ganz und gar, sodass ich dich in meinem ganzen Leben widerspiegeln kann, in meinem ganzen Leben. Vergöttliche mich, sodass meine Taten auch übernatürlichen Wert haben. Gewähre mir, dass ich Liebe und Mitleid und Barmherzigkeit für jede Seele habe, ohne Ausnahme. Also sie bittet um etwas ganz Großes und Daniel O'Connor sieht hier den wesentlichen Unterschied, den ich Ihnen noch zum Schluss mitgeben möchte. Sie bittet um die Vergöttlichung nicht nur ihrer Person, das haben die Heiligen früher auch schon getan, sondern auch ihrer Taten, ihrer Werke. Das heißt, dass auch ihre Taten übernatürlich werden. In der Theologie weiß man, das hat man nur von den Taten Jesu gesagt auf Erden, aber von keinem Menschen. Jesus hat übernatürliche Taten vollbracht, ja, weil er im göttlichen Willen lebte. Und Schwester Faustine bittet ihn jetzt aber hier auch, nicht nur, dass er ihre Person übernatürlich macht und vergöttlicht, sondern auch ihren Handlungen übernatürlichen Wert gibt. Also sie sagt das auch mit ganz klaren Worten. Immerwährende Liebe, reine Flamme, brenne in meinem Herzen unaufhörlich und vergöttliche mein ganzes Sein.
mein ganzes Wesen. Also sie hat da nicht, das ist ganz deutlich, das ganze Wesen, das bin nicht nur ich, sondern auch alles, was ich tue. Mein ganzes Sein, mein ganzes Wesen, mein ganzes Leben. Also nicht nur die Vergöttlichung für mich selber, das hat ihr nicht gereicht. Sie hat noch hinzugefügt, also nicht nur in mich, meine Person, sondern auch meine Taten, mein ganzes Wesen. Also ich allein ist nicht das, aber wenn ich sage mein ganzes Wesen, dann sind meine Taten dabei. Also sie zeigt hier ganz deutlich, dass sie verlangt hat von Jesus, ihre Person zu vergöttlichen, aber auch ihre Taten, also unser ganzes Sein. Und genau das macht die Gabe des Lebens im göttlichen Willen aus. Meine Handlungen sind nicht menschlich, sind nicht mehr bloß menschlich, sie bekommen einen zweiten Aspekt, so wie es bei Jesus war. Dionysius der Areopagit hat das ja, das ist in die Dogmatik eingegangen, er hat das ja festgehalten. Die Handlungen von Jesus waren menschlich und göttlich, beides, weil er ja zwei Naturen hatte in sich. Also seine Handlungen waren nicht bloß menschlich, sie waren immer auch, sie waren göttlich, gottmenschliche Handlungen, theandrische Handlungen. Und um dieses hat eigentlich Schwester Faustina hier auch gebeten, dass ihre Handlungen auch sozusagen theandrisch werden mögen, gottmenschlich, übernatürlich. Und da sehen wir ganz stark, wie diese Gabe auch in ihr eindeutig zu finden ist. Es war jetzt sicher ein bisschen viel und ein bisschen hochtheologisch, aber ich hoffe doch Ihnen auch von Nutzen. Gelobt sei Jesus Christus.